Heute will ich einfach mal gucken, ob du auch magische Fähigkeiten haben kannst. Und was ich damit meine, das siehst du nach dem Intro. Erstmal möchte ich, dass du dir vom Spiel ungefähr die Hälfte von oben abhebst. Ungefähr. Und dann kannst du dich auch noch entscheiden, möchtest du deine Hälfte behalten oder meine Hälfte haben? Behalten. Okay. Dann mache jetzt bitte einmal Folgendes. Such dir aus deinem Pack irgendeine Karte raus, guck sie dir an, zeig sie auf der Kamera und leg sie dann vor dich auf den Tisch. Und ja, dein Pack daneben. So. Und dann machst du jetzt bitte einmal Folgendes. Du nimmst wieder dein Pack, fächerst es einmal auf und steckst deine Karte an irgendeiner Stelle in das Kartenspiel. Und kannst dann auch noch dein Pack einmal durchmischen. Also jetzt weiß ich wieder, was deine Karte ist, noch wo sie ist. Und sind ja jetzt faire Bedingungen. Du weißt es ja bei mir auch nicht. Und jetzt tauschen wir einfach mal einmal die Packs. Und geh jetzt einfach mal nach Bauchgefühl durch das Kartenspiel und leg eine Karte nach vorne, von der du ausgehst, das ist meine Karte. Und ich mache das Gleiche. Ich nehme mir einfach mal ja, diese Karte. Die fühlt sich gut an. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, hast du meine Karte gefunden? Und habe ich deine Karte gefunden? Also ich hatte die Pik 7. Was hattest du für eine Karte? Die Herz 10. Die Herz 10. Glaubst du denn, ich habe deine Karte gefunden? Ich bin gespannt. Und? Ja. Es hat geklappt. Und jetzt ist die Frage, hast du auch meine Pik 7 gefunden? Und? Auch das hast du. Und das war der Kartentrick. Ich hoffe, er hat dir und natürlich auch euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Magic Eric. Ciao.